Hallo! Hallihallo! Also wir haben es leider diese Woche nicht wirklich geschafft, irgendwas Richtiges zu drehen. Und deshalb haben wir uns so gedacht, schneiden wir ein paar Outtakes zusammen. Und am Ende kommen noch ein paar Fragen. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei den Outtakes von der Survival Tour. Ja. Und von dem Abiturvideo. Und vielleicht haben wir noch irgendwas anderes gefunden. Viel Spaß! Tschüss! Es geht los! Kann man das so nehmen? Ja, zur Seite drehen. Vielleicht. Ich sehe gar nichts, oh mein Gott. Film ich jetzt? Nee, warte, du musst. Hier bist du. Doch, du filmst. Film ich jetzt? Mach ich das auch? Also, ich möchte eigentlich einfach nur Bilder machen. Es geht mir nur um diese. Doch mal ein bisschen. Nochmal, los. Also, was ich von der Tour erwarte. Dreck. Fingernägel im Arsch. Fingernägel. Das hat man nicht so verstanden. Okay. Nochmal, Anni, bitte. Guten Tag. Wollen wir das einfach nehmen? Oder mach noch einmal. Naja, der Modegeschmack ist ja nicht so gut, ne? Grün auf grün in grün. Und dann auch noch diese... Nochmal. Nochmal, wir haben diese 5 Minuten auf der Kamera. Los. Was, deutsche Rinnen? Ja. Okay. Deutsche Rinnen! Noch einmal. Aber das war gut von der Flagge her. Du musst sie so, dass sie wirklich so da ran. Genau. Nochmal. Deutsche Rinnen! Noch einmal. Los, das ist richtig gut. Deutscher Kinoball! Noch einmal. Deutscher Kinoball! Nochmal. Das wäre richtig dumm. Okay. Diese Truppe war diszipliniert und aufmerksam. Aber der Anfang war gar nicht so schlecht. Was soll ich denn sagen? Ja, guck mal, so gut Spanisch kennt ihr. Ist leider kein Spanisch enthalten. Mann. Das ist richtig ist gut. Ist auch ein bisschen gemacht. Ich glaube, es ist italienisch. Ist doch auch egal. Hallo? Ja. Weil, hallo. Scheiße. Wir müssen es nochmal machen. In 3 Tagen schreibe ich den Geotest. Am besten schreibe ich. Was? Nochmal. Oh. Ich kann mich nicht freuen. Ja. Mach nochmal. Ja. Yeah. Mach nochmal. Ja. Yeah. Nochmal bitte. Und Kathi muss auch vertrauen. Ja. Ja. Lala, morgen ist Abi-Prüfung und ich rocke das. Oh, haltet mich bitte. Das musst du auch nicht sagen, weil es ist komisch, wenn du stehst und so, haltet mich bitte nicht auf oder so. Man sieht ja auch gar nicht, dass da niemand sitzt. Wir kriegen nicht die Frittelfee. Scheiße. Das ist doch nicht gut. Ich werde dich auch gleich Vogelscheiß am Arsch. Ich hoffe, ich hab's nicht.
Mikro. Von mir ist welche. Cameron. Aber warte, wir benutzen Cameron. Wir benutzen einfach Cameron. Sorry for being funny. Das muss man so ganz am Ende so an die Outing sagen. Sorry for being funny. Also, wir beantworten jetzt ein paar Fragen. Der erste Kommentar kommt von Fun Group oder so. Und er oder sie, keine Ahnung, sagt, ich feiere eure Videos einfach und macht mal irgendwie sowas wie so eine Horrorfilmparodie oder so. Und wer von euch hatte eigentlich die Idee, einen YouTube-Kanal zu machen? Also wir können mal gucken, ob wir so ein Horrorfilmzeug machen. Wir müssen ja gucken, wann, ja. Aber eigentlich hört sich das ja ganz witzig an. Ja. Und vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Und eigentlich haben wir den YouTube-Kanal mal für die Schule gemacht. Für das Superhuhn, was nie veröffentlicht ist. Doch, wurde, aber das kann man auf unserem Kanal nicht mehr sehen. Ja, richtig. Soll ich so einen ganz kleinen Ausschnitt einschneiden? Nein. So ein Mini-Ausschnitt. Nein. So eine Millisekunde. Ja, so eine Millisekunde, jetzt. So, das war's. War das Superhuhn. Dafür ist unser YouTube-Kanal entstanden. Und es war eigentlich für so ein Bio-Projekt, wo es irgendwie darum ging, dass Hühner nicht in Mastanlagen mehr gehalten werden sollen. Geh Sunshine oder so meint, welche Kamera benutzt ihr für eure Videos? Cameron. Und ja, sie heißt Cameron. Das ist unser Liebkosename. Wie heißt das? Liebkosename. Unser Nickname. Liebkosename sagen. Was Nickname finde ich gut. Okay, unser Nickname. Und es ist eine Sony Alpha 57. Und dann haben wir noch unsere andere Kamera. Also die bei dem Survival Tour Videos. Und das ist eine Canon Legria Mini X. Die einfach alle haben. Ja. Ich habe jetzt eine neue Kamera. Und zwar die Legria Mini. Und weil irgendwie jeder hatte, dachte Julian sich so, hey. Kaufe ich mir die doch mal nach. Und ich habe mir jetzt auch diese Kamera gekauft, die er hat. Die Legria. Die Kamera ist echt cool, Mann. Und plötzlich klingelt der Postbote und bringt mir einfach diese Kamera vorbei. Und wie ihr vielleicht merkt, habe ich eine neue Kamera. Und zwar habe ich mich von den anderen YouTubern inspirieren lassen. Unter anderem umgespielt, A-Prime, Julius, bumm. Wir sind voll die Hype-Nachmacher. Ja, wir sind schlecht. Wir sind halt Opfer. Oh, Opfer! Opfer! Reality oder so, hat vor 5 Monaten oder vor noch länger, keine Ahnung, gefragt, besteht die Klasse nur aus euch und wie groß ist eure Schule und warum dreht ihr alles dort? Wie viel Zeit verbringt ihr denn da? Wie viel wollen wir denn wissen? Ich mag euch, ihr habt mein Abo. Dankeschön. Cool. Das kann jetzt einer von euch beantworten. Oh Gott, weil wir sind in einer Klasse, wir sind 12. Wir haben nur leider, keine Ahnung, wir haben nur einen Jungen jedenfalls und 11 Mädchen. Dann in der Schule insgesamt, wir sind glaube ich nur 100. Oder so, ja. Weil wir so voll so eine kleine Schule sind. Und nur einen Jahrgang pro Klasse. Ja, richtig, wir haben nicht mehrere Jahre. Und früher war es so, dass wir bis um 4 Unterricht hatten, von um 8.15 Uhr, glaube ich. Dann hatten wir mal kurzfristig jeden Tag bis um 3. Und jetzt haben wir mal 13.20 Schluss, mal um 3 Schluss, mal vielleicht auch mal um 12 oder so. Ja, also je nachdem. Dadurch, dass wir jetzt in der Oberstufe sind, haben wir halt die Möglichkeit nach Hause zu fahren, aber ja, wenn wir halt die Möglichkeit haben, diese Freistunden sozusagen zu benutzen oder so, dann drehen wir da meistens unsere Videos, also hauptsächlich. Genau, oder vor eigentlich. Allem, weil die Busse halt richtig scheiße fahren und deshalb müssen wir eh manchmal noch rumgammeln. Ani XD1000 fragt, was für eine Schule ist das und in welche Klasse geht ihr? Wurde eigentlich schon alles beantwortet, weil euer Klassenzimmer sieht voll chillig aus. Bei uns steht außer Tafel und Tische nichts drin. Und wieso zieht ihr eure Schuhe im Klassenzimmer aus? Tolles Video. Also ich glaube, das ist nämlich kommentiert bei 13 so, Arten von Jugendlichen. Und das ist ja alles Einrichtung, die eigentlich nicht in unserem Klassenzimmer steht. Das haben wir da so reingeräumt. Schuhe gehören auch nicht. Also, ja, was heißt Schuhe? Unsere Schuhe gehören auf jeden Fall nicht in den Klassenraum. Nee. Wo sie sonst hingehören? Ja, das ist auch eine gute Frage. Muss man jetzt nicht drüber reden. Aber ja, das war nur so Deko. Und unser Klassenraum ist auch einfach nur so ein Schrank, wo unser Zeug drin ist. Tische, und das Waschbecken und ein Smartboard. Smartboard und ein Whiteboard. Ja. Und also hübsche Bilder, die immer bei uns sind. Ja, und in der 12. Klasse sind wir, aber das wissen die eigentlich. Ja, oder? Und wir sind bald fertig. Wir haben heute unsere letzte Klausur geschrieben. Und in einem Monat ungefähr schreiben wir unsere erste Abi-Prüfung. Richtig. Wünscht uns viel Glück. Okay. Los, wünscht uns Glück. Bla 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 bla. Welches Schnittprogramm benutzt du? Also ist nicht so richtig geschrieben, aber egal. Wir benutzen Adobe Premiere Pro CC. Benutzt du? Ist ja auch egal. Entschuldigung. Hey, es sieht ja immer so aus, als ob ihr in einer Schule dreht. Also habt ihr einfach so mal den Schulleiter gefragt, ob ihr dort Videos dreht oder wie läuft das ab? Aber naja, es ist halt unsere Schule und eigentlich unsere. Nein, aber wir gehen halt auf diese Schule und
Hey, wir fragen halt nicht, wir machen dadurch, das einfach. Dass wir so wenig sind, haben wir halt jetzt auch nicht so ein Problem oder kriegen wir besonders großen Ärger, dass wir. Und ich glaube, das ist, ja, und ich glaube auch, dass es so an öffentlichen, also an den großen Schulen halt komplett anders wäre als bei uns. Und dadurch, dass wir jetzt so eine spezielle Schule haben, ist das bei uns halt ein bisschen anders mit dem. Und eigentlich hat es alles mal angefangen, also dann so mehr, dass wir so selber Videos gedreht haben, die jetzt nicht über irgendwelche Hühner gingen, in so einer Film-AG, die wir halt selber geleitet haben, weil es gab nur so dumme, also es gab nicht so tolle AGs und da haben wir uns dazu entschieden, selber eine zu machen, weil wir da 11. glaube ich waren. Ja. Und dann haben wir so eine coole Film-AG gemacht, wo noch, eigentlich war da nur unsere Klasse drin und noch einer aus einer anderen Klasse. Zwei. Es gab Ben mit Kekse und Ben ohne Kekse. Ja, Ben ohne Kekse war aber nur einmal oder zweimal. Und? Und diese andere auf war auf jeden Fall mindestens ein. Eigentlich war immer nur ein Bender. Und der ist auch ein oder zwei Bender. Der ist eigentlich nur in einem Video, glaube ich, oder in zwei Videos. Keine Ahnung. Doch bei Rentnern. Ist und wir haben auch noch richtig viel coole andere Sachen früher gedreht. Wir können ja nochmal einen kleinen Ausschnitt machen von zum Beispiel Parteien. Irgendwas über Parteien. Ich weiß nicht, wie das hieß. Parteien. Merkel. Hipster Merkel. Stimmt, haben wir auch. Ja, irgendwas mit Parteien war das, weil da mit wurde der FDP grad, und so. Mit ja, mit FDP und so Sachen. Was war das? Wie hieß das denn? Na, wie hieß denn genannt? Der Titel davon? Naja, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hier ein Ausschnitt von Laura als Merkel. Hipster Merkel. Hipster Jolo Swag mit dem Dreieck. Sehr schön. Ja. Weil das schade ist, ich würde gerne manchmal sowas nochmal so cool schneiden, aber das passt alles so mit der Musik, die da schon ist, und die ist leider nicht viel. Das macht mich traurig. Naja, ja, gut. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Ihr könnt gerne mal noch mehr Fragen, die wir mal beantworten können. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wir hoffen, wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Oder halt nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Dürft ihr selbst entscheiden. Wir hoffen, man hat was verstanden, weil irgendwie ist das Mikro ganz schön weit weg. Ja. Wir sind draußen an der frischen Luft, weil heute schöner Frühling. Und hier hinter uns ist der wundervolle See. Wie man ihn sieht, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Naja. Tschüss.